Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice. In dieser Folge gibt es ein Tape. Stop. Scratching und so. Legen wir einfach mal los. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Tape Stop. Aber legen wir doch einfach mal los. So, das war jetzt einfach mal so eine Demonstration, was man mit dem Sampler auch Schönes machen kann. Was ich hier gemacht habe, ich habe hier diesen Eingangssatz mit dem Intro voraufgenommen. Stoppen wir das hier mal. Und habe dann die Aufnahme direkt in den Sampler geschoben. Und jetzt stelle ich hier mal den Sampler kurz um. Und es gibt hier diese verschiedenen Modi. Es gibt den Repitch-Modus, den Cycle-Modus und Texture-Modus. Und der Repitch-Modus macht ja nichts anderes, als dass man mit der Geschwindigkeit, wenn ich jetzt hier was spiele. Hallo und herzlich willkommen. Kann ich dann das Ganze auch mit der Maus zum Beispiel bewegen? Hallo und herzlich willkommen zu dieser
Ich habe mir der Einfachheit halber habe ich mir die verschiedenen Kontrollen auf meinen MIDI-Controller gelegt, sodass ich an den Rädchen drehen kann mit beiden Händen. Das ist ein bisschen einfacher als mit der Maus. Und hier hinten habe ich auf One-Shot gestellt. Das heißt, ich brauche nur kurz die Taste anzutippen und das Sample läuft los. Und mit dem Speed-Regler kann ich das Ding dann einfach vorwärts und rückwärts laufen lassen. Und das Ganze wurde hier oder habe ich hier aufgezeichnet als Automation, einfach so mal live mitgedreht und geregelt. Und natürlich kann man eben auch so Tape-Stop-Geschichten schön hier automatisieren. Das heißt, man hat den Sampler-Mode auf Repitch zum Beispiel gestellt und kann dann die Sampler-Speed von normal langsam runterregeln, sodass, wenn das jetzt normal ist, ungefähr, nicht ganz. So, circa. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es auf Null. Und dann steht der Ton, also da kommt nichts mehr, mit Geschwindigkeit Null, bis man den entweder rückwärts zieht. Also, Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig. Und dann wieder rückwärts ziehen. Oder man wackelt den einfach hin und her. Man muss dann einfach so beobachten, dass der Speed-Regler ja einfach nur eine Geschwindigkeit vorgibt, wie schnell der Playhead hier läuft. Das heißt, wenn man scratcht, muss man das so ein bisschen einberechnen. Das hat aber auch so ein bisschen diese Vinyl-Charakteristik. Die dreht sich ja auch automatisch und dann muss man die erst stoppen, dann wieder zurück und vorwärts. Und ja, das kann man so in der Richtung machen. Das gleiche oder das ähnliches gilt halt mit dem Cycle-Modus. Da hat man noch den Formant-Filter oder Regler. Indem man dann zusätzlich noch das Timbre regeln kann. Und zu guter Letzt eben den Texture-Modus. Und hier hat man halt die wunderbare Möglichkeit, mit den Grains zu arbeiten. Das heißt, wenn ich hier die Grains hier ungefähr so einstelle, müsste es richtig sein. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Tape Stop. Und hier kann ich natürlich dann auch langsamer machen. Und solche Effekte, die man vielleicht... Und es gibt so ein bisschen diesen Matrix-Effekt. Was auch gesagt wird, wenn ich die Grains runterschalte, werden halt einfach die einzelnen Samples kleiner. Ganz kleine Samples. Wenn ich sie wieder ein bisschen größer machen. Und wenn sie groß genug ist, kann ich mit Motion den Playhead hin und her bewegen lassen. Dann werden wieder größere Stückchen gesprochen. Und selbst wenn ich es dann rückwärts laufen lasse, kann ich dadurch, dass das quasi hin und her wackelt, dieser Play-Cursor, das sieht man leider nicht. Aber wenn ich den jetzt hier so fast auf Null zurücksetze, die Null zu treffen, ist gerade schwierig. Da war sie gerade. Und jetzt wackelt das Ding hin und her im Prinzip. Muss mal auf Null stellen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Solche zum Beispiel. Und dann kann man das so hin und her laufen lassen oder man nimmt die Grain Size eben komplett runter und hat dann so einen Sing-Effekt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Session. In dieser Folge zum Tape Stop. Scratching. Und natürlich kann man da auch schön, das habe ich auch gemacht, ein Echo dazu packen, beziehungsweise einen Reverb. Mal schön aufdrehen.
Das verstärkt den Effekt noch so ein bisschen. Da kann man natürlich schöne Sachen machen. Ich habe jetzt auch hier nur Bitwig Devices benutzt. Ich habe natürlich noch einen Kompressor reingemacht, damit die Stimme so ein bisschen konsistenter ist und mit dem Tool ein bisschen lauter zusätzlich nach dem Kompressor. Und dann einfach nur den Bitwig Reverb mit ein paar Tank-Effekten drin. Und das war es dann auch im Endeffekt schon. So, das heißt, mit dem Sampler kann man wunderbare Effekte machen. Und daraufhin, das wollte ich einfach nur mal wieder so ein bisschen hervorheben, weil der immer so ein bisschen vergessen wird. Gerade wenn es um Spezialeffekte geht und gerade wenn es um Stimmen-Spezialeffekte geht, ist der Sampler wirklich eine wahre Freude. Ja, das war's an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und könnt was davon gebrauchen. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, klickt die Glocke, kommt wieder vorbei. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich euch wiedersehe. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.